Moin, moin, meine Freunde. Euer Sascha mal wieder hier. Wir haben Freitagmorgen, den 14.11. Es ist. Lass mich kurz nachgucken. Ups, sorry. Es ist 5:42 Uhr. Ja, noch ordentlich früh am Tage. Aber machst du nichts. Heute steht einiges an. Ihr seht ein Real-Life-Video. Also, Because Gaming is Fun ist mal wieder angesagt. Because Gaming is Fun Ghost ist mal wieder angesagt. Und zwar geht es heute zum Anschutzderby. Hamburg Freezers gegen Eisbären Berlin. Immer ein sehr brisantes Spiel. Heute natürlich in Hamburg. Es sind über 10.000 Leute erwartet. Die Hütte wird also voll sein. Die Stimmung wird geil sein. Ich freue mich riesig auf das Spiel. Aber vor diesem Spiel, zu dem mich Krischi und Anna begleiten werden, gibt es noch was Geiles. Krischi und ich planen einen Livestream bei Twitch. Da gestern am 13.11. der erste Mario Kart 8 DLC mit 8 neuen Strecken, ein paar neuen Fahrern und ein paar neuen Fahrzeugen erschienen ist. Den werden wir auf jeden Fall für euch aufnehmen, falls ihr den Livestream verpassen solltet, und hochladen. Und ja, bevor ich mich mit Krischi treffe, muss ich dummerweise noch in die Berufsschule, da ja, ein bisschen rumgammeln, eine Klausur schreiben. Ja, ich bin noch ziemlich müde. Der erste Kaffee wird gerade getrunken. Ich melde mich später am Tage wieder. Haut rein, Leute. Hallihallo zusammen, ich bin's wieder. Ich bin jetzt gerade auf dem Heimweg von der Berufsschule. Endlich Wochenende. Wir wurden mit einer richtig schönen Schreibklausur ins Wochenende entlassen. Meine Fresse, mir tun die Finger weh, wie nix gut ist. Ich bin's ja nur noch gewohnt, am PC zu tippen in meiner Ausbildung zum Fachinformatiker. Naja, nichtsdestotrotz. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg nach Hause, muss da noch ein bisschen was für den Livestream aufbauen, beziehungsweise umbauen. Dann kommt der Krischi auch schon bald, mit dem ich das hier gemeinsam zocken will. Meine Güte, hängt alles schief hier. Und dann melde ich mich wieder, wenn er da ist, würde ich behaupten. Haut rein, ciao. Ne, da bin ich ja auch. Hallöle zusammen. Huch, was ist denn das? Aber so Hallo. dunkel hier. Ihr seht, Krischi ist neben mir. Genau. Hallöle. Hallöle. Wir. Man erkennt, glaube ich, nichts. Ne, man erkennt gar nichts. Wir nehmen gerade ein bisschen Mario Kart 8 für euch auf. Ein Zwischenstand hier. Genau, ja. Huch. Da seht ihr es. Jawohl, dein Controller ist ausgegangen. Sehr gut. Ah, wenn was schief läuft, dann läuft alles schief. Ja, nee, wir haben es jetzt gerade so um die 16:30 Uhr. In knapp 2 Stunden treffen wir uns mit Anna. Dann geht's Richtung Arena. Da wartet dann das Derby auf uns. Mittlerweile sollten über 10.000 Tickets weg sein. Das wird richtig geil, glaube ich. Oh ja. Ja, wie gesagt, wir nehmen ein bisschen Mario Kart für euch auf. Mal sehen, vielleicht machen wir noch ein bisschen was anderes, weil wir noch genug Zeit haben. Noch eine Worms oder so. Genau. Jo. Und ja, ich weiß nicht, ob ich mich vom Weg zur Arena melden werde. Es wird scheiße dunkel sein. Okay, jetzt sieht's gerade noch mega hell draußen aus, aber es ist schon recht dunkel. Stimmt. Von daher, mal sehen. Spätestens in der Arena sehen wir uns wieder. Bis Ja. später, Leute. Tschüss. Das ist heute ein Hexenkessel, Leute. Das wird fett.
paar Berliner sind da, kann man wohl so sagen. Thank you.
haben. Das soll ein Shootout geben. Oh Mann. Ei, ei, ei. So, Zeit fürs Shootout. Zuerst die Berliner gegen Peron. Fucking Fernen. Da gibt es gerade Probleme. So, jetzt muss die Seite gewechselt werden, weil die Kamera am Tor ausgefallen ist. Pfui! Mann, 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 doch. Immer noch 1-0 Berlin. Wasserflasche wieder. Hey, das war doch unmöglich. Hettinger. Das hätte normalerweise nicht wiederholt werden müssen hier. Verdammte Axt. Satz mit X war wohl nix. 4-3 Berlin. Scheiße. Moin, moin, meine Freunde. Sonntagmorgen, Tag nach dem Derby. Niederlage ist so allmählich verdaut. 4-3 haben wir gegen die Eisbären Berlin verloren im Penaltyschießen. Was soll man sagen? Ein, zwei blöde Aktionen haben das Spiel entschieden, wa? Der Check gegen Oppis Kopf wurde leider meiner
Meinung nach nicht geahndet, was auf jeden Fall hätte geahndet werden müssen. Das war ein böser Check. Aber gut, was passiert ist, ist passiert. Im dritten Drittel waren wir eindeutig zu schwach. Da haben wir nichts mehr gebracht. Glückwunsch an Berlin. Ich würde jetzt nicht behaupten, verdient gewonnen, aber ihr habt halt gewonnen. Ja, jetzt ist das nächste Heimspiel erst am kommenden Sonntag, also Sonntag in einer Woche, am, lass mich kurz nachdenken, am 23.11. Da geht's gegen die Wolfsburger Grizzly Adams. Die Grizzly Adams Wolfsburg, sorry. Aber das nächste Because Gaming is Fun Goes könnte eventuell schon kommende Woche kommen. Da gehe ich zum Konzert von Rise Against. Mal gucken, ob ich da eventuell ein bisschen gutes Videomaterial sammeln kann. Falls ja, mal sehen, vielleicht kommt ein Video für euch. Ich wünsche euch jetzt noch ein schönes Wochenende. Haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.